Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Factorio Let's Play ModMesh. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann drückt bei YouTube abonnieren, bei Twitch auf Folgen und wenn ihr mich sogar unterstützen wollt, dann lasst einen Sub da. Ich würde mich sehr darüber freuen und ihr wisst es selbst, Unterstützung tut immer gut. Und jetzt lasst uns anfangen und diese Folge genießen. So, weiter geht's. Eine neue Folge Factorio ModMesh ohne Ressourcen. Wir sind aufgestiegen beim Jetzt haben wir es. Nein, wieder ist es an. Jetzt ist es aus. Ein Level aufgestiegen, das heißt, wir konnten unsere Handcrafting-Geschwindigkeit anpassen. So, hier oben Strom dran. Kohle kommt, die läuft ja von hier unten, das hat man ja schon das letzte Mal gemacht. Die Stahlproduktion, die Eisenerz, na nicht ganz. Die angereicherte Eisenerzproduktion läuft hier auch. Und hier oben sollte die Sache jeden Moment anlaufen, sobald dann die Kohle reinläuft. Was jetzt der Fall ist, aber da die nicht lang greifen können, wissen die noch nicht, wie es geht. So. Und der auch. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Und schon kommen mit jedem Durchgang zwei Eisenplatten raus. Und damit das Band voll wird, lassen wir den hier natürlich kurz legen, den einen, den anderen lang. Und dann kriegen wir ein wunderbar volles Band und haben keine Sorgen mehr mit der ganzen Produktionsgeschichte. Können das ganz bedenkenlos hier dran setzen. So, ein paar Fließbänder produzieren. Und dann haben wir zumindest schon mal ein wenig Eisenerz. Und dann müssen wir zusehen, dass man nach und nach alle Grundversorgung und so weiter automatisiert kriegen, weil ihr seht, es geht einfach alles zur Neige. Und wir brauchen wieder Glas. Wie immer Glas. Wenn was gebraucht wird, ist es Glas. So, haben wir noch ein bisschen Stahl? Nein, haben wir nicht. Gut. So, die Sache läuft. Eisen ist da. Haben wir hier oben genug. Da schmeißen wir gleich nochmal Stein rein. Kupfer sieht eigentlich auch noch ganz gut aus, aber können wir nochmal machen. Und nochmal Stein rein. Da ist genug drin. Gleich nochmal Glas raus. So. Okay, jetzt müssten wir wieder mehr Greifarme produzieren können. Falsch. Dort. 5 Stück brauchen wir. Und hier sieht es auch schon ganz manierlich aus. Wunderbar. Und ich hatte schon irgendwo angesetzt. Hier soll dann letztendlich die Sache laufen. So, hier haben wir einen Grundaufbau. Der gefällt mir nicht so wirklich, der ist ein bisschen, ich sag mal, missglückt. Aber das macht nichts. So, dann werden wir mal gucken, wie wir die Geschichte hier vernünftig gestalten können. Da kommen die Kisten hin. Ich will nämlich gleich wieder einen der tollen Mods nutzen. So, Kistenverbinder, wo ist er? Kistenverbinder. So. Dann brauchen wir 4 davon. Und einer geht erstmal rein. Wo wir die anderen nachher herzaubern, schauen wir dann. Also werden wir es gestalten.
Dem verpassen wir einen kleinen Puffer. Weil den kann man hier auch voll laufen lassen. Ja, den lassen wir voll laufen. So, die können schon mal arbeiten. Sehr gut. Die sind in Produktion gerade. Naja, es dauert immer ein bisschen. Das ist natürlich das Ärgerliche, dass diese ganze Handproduktionsgeschichte immer sich zieht. Ich könnte jetzt natürlich ein paar von den Maschinen packen und da anfangen, Kleinkram vorbereiten zu lassen. Im Moment möchte ich erstmal sehen, wo wir landen mit der ganzen Geschichte. Ich denke mal, das müssen wir garantiert nochmal einmal hinten dran ansetzen. So gebaut, das könnte man sogar hier dazwischen noch mal setzen und hätte das gleiche dann noch mal. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. So, wir brauchen zwei davon, einen davon, einen davon, zwei von den Erzförderern, vier davon. Und von den Aufbereitern braucht man auch. Wo sind sie denn? Hier. Vier Stück. Und elektrische Greifarme. Haben wir auch welche. Gut. Jetzt erstmal hier. Zap, 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 zap. Meine Güte, sind die Dinger wieder schnell. Reicht noch nicht. Reicht noch nicht fürs Eisen für die Kiste. So, und die schmeißen zwar zwei drauf, aber könnte knapp werden, ne? So wie das aussieht. Gut, okay. Dann werden wir die gleiche Geschichte mit Kupfer hier drüben auf der anderen Seite basteln. Denke ich mal, irgendwo hier so. Aber da werden wir die Sache etwas kompakter bauen. Also den Teil hier machen wir genauso. So. F ist spiegeln, genau. Soll das auf der Höhe sein? Mal da Kupfer machen lassen, müsste auch passen. So, wie schaut's? Das arbeitet. Alles da? Ja. Bestens zwei fehlen noch, sagt er. Also machen wir nochmal fünf dran. Dort, dann sollte die Sache doch hoffentlich in einer passablen Geschwindigkeit arbeiten. 3, und Megawatt haben wir schon. Die Teile ziehen wir. Ja gut, müssen wir durch. Geht nicht anders. 18 MW haben wir. Naja, das wird hier unten dann eine schöne, gewaltige Geschichte, aber es wirft ja auch nebenbei Kohle ab. Im Zweifelsfall müssen wir die Kohle hier auch irgendwie mit einbringen. Aber das kriegen wir schon hin. Nach und nach, stückchenweise, immer ein bisschen. So, dann los. Die Fließbänder noch fertig. Reicht immer noch nicht. Ich werde verrückt. Jetzt da unten. Ja, soll er. So, dann machen wir das mit dem Kupfer hier dann natürlich genauso. So. 1, 2, 3, 4.
Kistenverbinder. Zack. Dann auch einer. Den hier. So. Okay, dann nehmen wir das. So, das sieht doch mal schon mal recht passabel aus. Ich habe sogar den Eindruck, das was hier kommt, schaffen die nicht. Wir haben hier Rückstau. Das heißt, wir können das locker noch mal dran setzen. Also einen auf jeden Fall. Heißt wieder hiervon was herstellen und hiervon was herstellen. Und was fehlt mir gerade wieder im Inventar? Wie immer? Glas. Es ist immer wieder das Glas, was fehlt. Okay, was ist hier los? Fenster. Ich könnte jetzt hier unten eigentlich. Ist keine Kohle da. Mal Kohle ins Inventar. Mein Gott, ist der noch da? Kann man doch hier problemlos alle versorgen. So. So, ich maximal hier unten die Stahlgeschichte. Fehlt hier, bauen wir gleich mal hier noch ein bisschen Stahl. Ich glaube, das ist jetzt wichtiger als oben das, dass wir erstmal den Stahl haben, den wir dann abholen können. Ich denke, das bringt mehr Punkte im Moment. Ich denke, ohne Stahl wären wir echt in Schwierigkeiten geraten. Okay. So. Da ist nichts drin. Da haben wir ein bisschen Stahl bekommen, das ist gut. Auch, das ist auch gut. So, die Greifarme. Und hier unten noch. Müssen wir halt immer noch mal ein bisschen nachfüllen. Das lässt sich jetzt im Moment nicht verhindern. Aber wir haben ja genug. Wir hatten genug. So, okay. Vielleicht nochmal Glas, Stein nochmal rein. Und dann nochmal ein bisschen Stahl mitgenommen. Okay. Baut ihr da oben schon wieder rum? Das sollte dann noch gar nicht. So, dann füllt sich die Kohle auf. Ah, kommt doch schon wieder. Okay. Dann werden wir als nächstes den Teil nochmal unten dran setzen, nochmal erweitern. Und ich denke, so werden wir das häppchenweise alles in den Griff kriegen. So, was fehlt? Uns fehlt noch ein Greifarm, ein paar Förderbänder. Dann sollte die Sache hier auch schon wieder fit sein. So, wir produzieren hier ein Eisenerz alle 2 Sekunden, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also 4 die Sekunde.
Und die Produktion hier dauert, die kann ich wieder nicht einsehen. Herstellung Eisenplatten. Ich will noch von hinten gucken. Das Eisenerz wäre die Eisenplattenherstellung. 3,2 Sekunden. Okay, aber wir haben ja nicht die, wir haben ja die andere aus Refined. Kriegen wir zwei Platten raus in fast 4 Sekunden. Ah, okay. Also, wir haben 4 die Sekunde und wir brauchen bloß alle 4 Sekunden ein. 4 die Sekunde, das heißt in 4 Sekunden sind es 16 und wir haben da 8 Abnehmer stehen. Das heißt also, der Aufbau, den wir hier haben, kann 16 Teile versorgen. 16 Teilen kriegen wir doch schon. Das wäre ja genial, wenn der das schafft. Das wäre ja echt genial. Das wäre der Hammer. Nur das Häppchen? Da habe ich jetzt einen Rechenfehler gerade. Nee. Ein Eisenerz in 2 Sekunden. Das heißt also, 2 Stück sind 1 pro Sekunde. 2, 3, 4 die Sekunde. 4 die Sekunde. Eins, zwei, drei, vier. Wenn es nur eine Sekunde dauern würde. Also das Ganze mal 4. Ja, vollkommen richtig. Jetzt habe ich eben kurz an mir gezweifelt. Aber ich glaube, das muss auch mal sein dürfen. So, was sagt die Zeit? 17 Minuten. Naja, das wird doch was. Ach, das ist gut. Dieser kleine Aufbau macht so viel. Das muss ich mir merken. Dann kann man das anders bauen. Dann kann man das kompakter gestalten. Aber gut, ist in Ordnung so. Dann brauchen wir noch 5, weil wir müssen ja noch die Kupfergeschichte basteln. Das heißt also, 8 Stück sind mit einem nutzbar. Sag nicht, hier fehlen noch, jetzt fehlen hier hinten auf einmal Greifarme. So, was fehlt wieder? Oh, es fehlt mal Eisen. Ich werd verrückt, es fehlt mal Eisen. Sowas gibt's auch. Es fehlt mal Eisen. Guck mal jetzt an, das wird ja von der Menge her. Es ist noch kein volles Band, aber ich denke, so einer noch dran und nochmal. So ein Achterpack dran, dann haben wir ein volles Band. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Jo, ich finde das gut. Laufen nicht durch. Habe ich mich doch verrechnet?
Wenn ich mich nicht verrechnet hätte, müssten sie alle an sein. Da die aber nur bis hier an sind. Kurzzeitig mal da eine. Habe ich mich wohl doch verrechnet. Sieht auch nicht aus, als ob da unten Viere kommen. Ein Stein ist genug da. Da liegt's nicht. Zwei Sekunden dauert die Herstellung und der hat eine Geschwindigkeit von 0,5. Ach man, shit. Ich habe die Geschwindigkeit von dem Gerät nicht mit reingenommen. Ah man. Okay. Das ist natürlich, ja. Wer denken kann, ist klar im Vorteil. Naja, so ist das. 10 Stück, das habe ich. So, die kleinen Teile brauchen wir. Hier. Ein großer Strömling. Haben wir 2, haben wir einen mehr. 2 von den Erzförderern. Für die muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Das gefällt mir nicht. Die sind unausgelastet quasi. Und 3 von den anderen. 1, 2, 3. Da müssen wir noch was ändern. Kohle staut sich schon wieder zurück, das ist sehr gut. Die Geschichte läuft mit. Auf jeden Fall nicht dramatisch. Hier ist der Rückstau weg, also scheint das hier richtig zu sein. Ah, wir brauchen noch einen Tunnel. Einen Tunnel. So. Der eine läuft, der Tunnel läuft auch. Dann ist die Sache hier rund. Da rein, da raus, darüber. So, dann müsste es jetzt auf jeden Fall bis hierhin angehen. Also eigentlich müssten die beiden nur mit angehen. Habe ich so gehört. Schon wieder gehört. Ja, ich habe mich gehört. Der macht ja nur die Hälfte. Das hätte ja vorher gepasst mit 1. Aber da der ja nur die Hälfte macht. Damit haben die immer wieder Stillstand. Nicht gut. Aber gut, was soll ich machen? Kann ich jetzt nicht ändern.
Okay, auf jeden Fall, das läuft jetzt bisschen besser. Nicht ideal, aber ein bisschen besser. Also das Ganze nochmal dran. Ein unterirdischer. Greifarme. Ein solcher. Der Aufbereiter. Und vier von den anderen. Und Eisen fehlt. Naja, so kann man sich dann doch ein wenig verirren, täuschen, vermachen. Dann brauchen wir noch zwei. So, der erste Miner steht. Der nächste kommt. Der kommt auch. Bestens. Okay. Stromtechnisch. Wir dann aber als nächstes auch unbedingt aufwerten. So, der letzte kommt noch und dann passt's. Das hätte man also anders gestalten können. Irgendwie anders gestalten. Entschuldigung. Egal, die arbeiten. Jetzt läuft es auf jeden Fall schon mal bis hier hinten. Das ist doch nicht schlecht. Besser als nichts. Boah, da ging sogar noch einer durch. Cool. Okay, so lassen wir das. Dann nehmen wir jetzt denselben Spaß nochmal für da drüben. Dann haben wir nämlich gleich noch ein bisschen Kupfer parat. So, nochmal wieder ein... Kann nicht gespiegelt werden. Blaupause kann nicht gespiegelt werden. Nein, ich spiegel die Blaupause nicht. Ich will keine Blaupause spiegeln. Geh weg, ich spiegel keine Blaupause. So, die so rum. Den so rum. Den so rum. Den weg. Und den so. Sehen wir da mal zu, dass wir die Sache hier noch recht fix zum Laufen kriegen. Dass wir ein wenig Kupferspaß noch haben, bevor ich hier wieder ausmachen muss. So, was brauchen wir denn noch? Glas brauchen wir doch bestimmt wieder. Den Stein auch, Ziegelsteine, bisschen Stein hier wieder zurück. Stahl. Warum eigentlich im Moment noch nicht? Nehmen wir trotzdem mit.
Dass die immer so schreien müssen. Schauen wir mal, was hier jetzt rauskommt. Theoretisch müsste es ja problemlos was werden. Ich ärgert ein bisschen, dass ich meine Geschwindigkeit ja nicht hochkriege. Was machen wir da zwischendurch? Noch ein, zwei Bäumchen hacken? Nehmen wir. Ich glaube, das bringt beim RPG auch keine Pluspunkte, oder? Wer weiß das? Ja, ein bisschen, aber nicht so, wie es sollte. So, und du produzierst mir jetzt aber Kupfer. Du auch, du auch, du auch. Und hier wird jetzt raffiniertes Kupfer gemacht. So. Es fehlt noch. Gut. Halt. Was gibt's hier oben? Nein, viel zu weit weggerannt. So, los. Greifarme, muss doch zu schaffen sein hier, der Spaß. Zwei davon. Und dann möchte ich zusehen, dass ich die Kohle noch hier rüber kriege. Ich habe hier noch gar keine Kohle drüben. Das gibt's ja gar nicht. Also, da kommt so einer hier rein. Zack. Stellen wir dann gleich mal mit her. So, das haben wir schon mal. Ach Mensch. Arbeiten mit denen jetzt? Geht es besser? Ja, machen wir 5 davon. Kriegen wir den Strom besser. Von A nach B. A nach B. B an C. So, das wäre dann Strömchen, 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 der hier. So, dann sollte hier Kupfer immer noch 4. Da kommt zumindest schon mal das Kupfererz, das ist gut. Einwandfrei, ich bin begeistert. Aber Eisen und Kupfer dann so ein bisschen automatisiert, so ein bisschen, so ganz klein wenig automatisiert am Start. Muss noch ein bisschen. Na los. Ah, nochmal Eisen, Kupfer. Da müssen wir noch Glas drauf bringen aufs Band. Und dann kann man so ein bisschen die Grundproduktion starten. Dann sieht das doch schon ganz gut aus. Behaupte ich jetzt mal. Verlaufen lassen. Im Prinzip erstmal egal. Verlaufen kann es ja. Kohle kommt. Einwandfrei. Einwandfrei. Gefällt mir. Bin begeistert.
Sehr gut. Sehr fein. Hübsch, hübsch. Supi, supi. Die dürfen dann natürlich wieder nicht ausreichen, aber das macht erstmal nichts. Kohle, Kupfererz, passt. Der kriegt bei Gelegenheit noch einen dran. Und dann sieht das auch wieder ganz gut aus. Vom Platz her gesehen, könnte man ja fast so ein Ding hier nochmal drunter setzen. So ein 1 runter. Das hier von hier kommen lassen. Kohle ist da. Dann kriegen wir gleich das zweite Band mit drauf. Glas müssen wir auch mit einspielen. Und mit Stein weiß ich noch nicht, wie wir es machen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Da kommt Kupfer. Okay, das erste Kupfer kommt und sobald er sich hier verteilt, ist die Folge zu Ende. Überzogen haben wir schon wieder gewaltig. Nein, gewaltig nicht, aber ich glaube, ich kriege das sowieso nicht unter 35 Minuten hin. Das ist eher selten. Da sind sie. Und da verteilen sie sich und das Band füllt sich. Gut, im Moment warten wir noch, dass es richtig hübsch aussieht. Vernünftig gefüllt. So, Kupfer ist drin. Einwandfrei. So lassen wir die Folge enden. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.